Die Frauen von RB und der Traum vom Aufstieg. Mädels, das ist unser Wohnzimmer. Hier kommt keiner her und nimmt die Punkte mit. Harte Arbeit für das große Ziel. Auch in der Freizeit ist Nervenkitzel gefragt. Luca Graf mit Eltern und Zwillingsschwester im Escape Room. Das ist eine gute Köchin, die Luca. Im Pokal gibt's die nächste Sensation. Vanessa Futterleier. 6:1 gegen Erstligist Essen. Rako, was ein Tor! Jetzt gelingt alles! Man hat sich wirklich ein bisschen gefühlt wie in einem falschen Film, aber wie in einem sehr schönen falschen Film. Ein starkes Team startet durch. Mit 2 Punkten Vorsprung auf Verfolger Andernach beginnt das neue Kalenderjahr. Mein Eindruck nach der Winterpause war tatsächlich, dass die Mannschaft immer noch ein wenig müde war. Also man hat schon auch noch gemerkt, dass die Hinrunde sehr kräftezehrend war. Trotzdem hat sich das Trainerteam für eine harte Vorbereitung entschieden. Ja, komm schnell in die Seitenverlagerung, es war kaum mehr möglich. Zack, anspielen, ich hab's noch nicht. Den Frauen wird alles abverlangt, auf und neben dem Platz. Kräftezehrende Einheiten, mehrmals täglich. In der restlichen Zeit warten theoretische Aufgaben, bei denen sie bewusst überfordert werden. Die Mädels mussten zum Beispiel eine Spielanalyse machen aus den 2 Testspielen. Und die mussten das selber ausarbeiten, quasi Szenen schneiden, analysieren, vorstellen, in Gruppen arbeiten und haben dann eine bestimmte Zeit dafür bekommen. Und hinterher habe ich denen dann einfach kurzfristig die Zeit dann auch geschnitten. Also hieß es eigentlich bis Donnerstag und dann mussten sie es doch am Mittwoch vorstellen. Das hat man dann auch in dem letzten Testspiel gemerkt, dass die Mädels komplett überladen waren. Der extra gesetzte Reiz zahlt sich aus. RB startet mit 3 klaren Siegen ins neue Jahr und ist bereit für das nächste Highlight im Pokal. Bitte Plätze einnehmen. Ja, das Spiel, auf das wir hingefiebert haben, das Spiel, das ein Bonusspiel für uns ist, danke, dass ihr uns das erleben lassen könnt. Ja, dank euch haben wir dieses Gefühl, so ein Spiel mitzunehmen, zu erleben. Und das nehmen wir gerne mit, das genießen wir sehr gerne, ja, und versuchen hier natürlich das Bestmögliche rauszuholen. Das ist unser Auftrag. Unterschied, erste Liga, zweite Liga, weniger Raum und Zeit, um Aktionen auszuführen. Darauf müssen wir eingestellt sein, das wissen wir mittlerweile. Und das Entscheidendste heute ist die Aggressivität, die wir hier und heute auf den Platz bringen müssen. Das ist sowohl unsere Chance, das ist sowohl ein Risiko, aber sehr klein, und das sind auch unsere Prinzipien, die wir heute brauchen. Eine Stunde vor Anpfiff erfahren die Spielerinnen, wer es in die erste Elf geschafft hat. Der Trainer spricht beim Rest nicht von Ersatzspielerinnen, sondern von Gamechanger. Jaban hat das eingeführt und hat das so quasi, ja, will das nicht Auswechselspielerinnen nennen, sondern Gamechangerin. Dass sie nicht einfach reinkommen und so ein bisschen Arbeit machen sollen, sondern sie sollen ja das Spiel verändern und auch nochmal einen anderen Rhythmus reinbringen. Und ich glaube, finde ich eigentlich ganz passend, finde ich ein schöner Name. Im Achtelfinale schaltete RB im Herbst sensationell Eintracht Frankfurt aus. Jetzt wartet im Viertelfinale mit Essen wieder ein Erstligist. Also Hoffnung hatten wir auf jeden Fall. Wir hatten auch Zuversicht, dass wir das auf jeden Fall schaffen können. Trotzdem war uns bewusst, wer der Favorit ist und dass wir als Underdog reingehen und dass wir was Großes schaffen können. Wir haben bisher schon Geschichte geschrieben und geil wär's, wenn wir ein Kapitel dazu packen. Wenn nicht, kein Problem. Unser Fokus ist was anderes, aber heute legen wir den Fokus auf dieses Spiel und wir wollen mit den Fans in unserem Rücken gemeinsam miteinander eine Runde weiterkommen. Und wenn es 120 Minuten dauert, glaube ich aber nicht. Haut rein, holt euch den Sieg mit, auf geht's! Das Stadion am Kotterweg ist wieder ausverkauft.
1300 Zuschauer. Die Anfangsphase ausgeglichen. Herr Wira, Blick nach vorne, sehen! Das ist zu langsam. Halbraum, sehen! Schneller! Komm, 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 Becks, komm, Becks, komm, Becks! In den Zug! Sehr gut, komm! Unterdessen geht Fudalla erstmal weg. Schwerer Fehlpass. Vanessa Fudalla ist da. Erstes Tor. Ja. Die Torjägerin hat wieder zugeschlagen. Okay, wieder in die Ordnung. Die frühe Führung nach nur 9 Minuten. RB setzt sofort nach. Nochmal. 2-0. Alle Hände gehen hoch, aber kein Abseits. Jetzt erobern sie die Bälle sehr schnell zurück. Rako! Rako, was ein Tor! Jetzt gelingt alles! Das Traumtor von Chana Rako. Es ist das 3-0. Nach gerade mal 20 Minuten. Ja, es war total unreal irgendwie. Also, es war wirklich ja jeder Schuss drin. Ja, wir haben uns auch selber auf der Bank angeguckt und gesagt, ist das hier gerade wahr? Ey, kneif mich mal, was ist denn hier los? Hat sich wirklich ein bisschen gefühlt wie in einem falschen Film, aber wie in einem sehr schönen falschen Film. Jetzt Rako. Ah, Winkler verschätzt sich in der Mitte, ist alles frei. 4-0. Kaiser. Pausenstand 4-0. Es war ein schönes Gefühl, es war geil. Wir saßen in der Halbzeit, hatten mehrere Tore Vorsprung. Und natürlich war man stolz auf diese Leistung. Aber uns war allen bewusst und auch mir war bewusst, dass das in der zweiten Halbzeit richtig, richtig schwer werden wird nochmal. Wichtig ist jetzt, ja, dass wir vom Kopf her auf Null stellen und wir versuchen, die zweite Hälfte für uns zu gewinnen. Die zweite Hälfte zu entscheiden. Und dafür müssen wir genauso weitermachen. Allerdings wird jetzt natürlich ein Gegner jetzt auch kommen, ein angeschlagener Gegner, der das nicht auf sich sitzen lassen möchte. Bedeutet, da müssen wir nochmal eine Schippe draufpacken. Das lassen wir uns nicht mehr nehmen. No way. Es ist noch nicht vorbei. Das muss uns klar sein. Ja? 45 Minuten. Auf geht's. Viele kannst du trotzdem schulen. Wechseln. Tatsächlich macht der Erstligist Anfang der zweiten Hälfte Druck. Vielleicht jetzt. Da ist viel Platz für Endemann. Dieses Mal, sie legt aber rüber und Meier. Und da haben wir den Anschluss. Und jetzt sind es nur noch minus 3. Doch Leipzig legt nach. Jetzt die Chance auf den Finisher. Und das ist er. Und natürlich macht ihn Vanessa Fudalla. Vor den Augen von Marco Rose und Max Eberl. Marco Rose war, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal da. Also ich habe ihn vorher noch nicht gesehen bei den Spielen. Wenn natürlich die Geschäftsführung da ist und du lieferst so ab, dann ist das natürlich ein Ausrufezeichen. Janisch und schön mitgenommen und Mauli hat auch noch was vor. Am nächsten Tag durch die Geschäftsstelle zu laufen, war für mich auch, also ne, war ganz, ganz viel Stolz dabei. Die Mädels können ja doch was. Ah, die Frauen sind ja da. Ach, das war ein ganz großartiges Spiel, das habt ihr ganz toll gemacht. Und du merkst einfach auch, dass es ja einfach eine andere Sichtbarkeit innerhalb des Vereins hat. Es ist vollbracht. Leipzig gewinnt 6-1 und steht das erste Mal im Halbfinale des Frauen-DFB-Pokal. Der nächste Morgen. Frühstück bei Fatma mit Chana und Friederike. Nachbesprechung bei O-Saft und Kaffee. Dachtest du, der geht rein?
Also ich habe tatsächlich geguckt, ob die Tore. Ja. Ich wollte gerade fragen, hast du gesehen, dass sie so weit vom oder ein bisschen weiter vom Tor stand? Ja, ich habe es gesehen. Also es war jetzt nicht viel. Also sie hat auch irgendwie dann keinen Schritt mehr nach hinten gemacht. Das fand ich komisch. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, es ist halt ein bisschen Glück auch, dass er dann gegen die Latte und dann gegen die Noten geht. Ja, das stimmt. Das war halt voll die Bogenlampe. Also der ging richtig hoch. Und ich dachte so, ja, okay, geht der jetzt drüber? So, ich war schon so, okay, guter Versuch. Nächster. Und dann ist er plötzlich drin. Und dann haben wir alle schon gejubelt. Ich so, ja. Nein. Aber du hast sie schon auch perfekt getroffen, also. Glückwunsch. Als Zweitligist im Halbfinale. In der Liga inzwischen 9 Punkte Vorsprung. Es läuft bei RB. Der Plan geht gerade so ein bisschen auf. Ein Rädchen greift in das andere. Ja, ich glaube schon, dass wir in der ersten Liga mithalten könnten. Auch gerade durch unsere Entwicklung, die wir genommen haben. Da arbeiten wir jeden Tag dran, dass wir als Team auch noch besser funktionieren, noch besser zusammenwachsen. Es ist schön, dass wir das jetzt mal auch, also dass wir uns mit den Besten messen können, auch jetzt schon. Aber die Saison ist noch lang und ist noch viel Arbeit, sind noch viele Spiele. Mittelfeldspielerin Luca Graf genießt die Freizeit an diesem Tag mit ihrer Familie beim Spielenachmittag. Es geht in einen Escape Room. Hi. Heute sind nur 4 von 8 Familienmitgliedern dabei. Ich kann, glaube ich, für uns alle sprechen, dass wir alles totale Familienmenschen sind und wir wirklich sehr, sehr gerne Zeit miteinander verbringen und das auch sehr schätzen. Es tut uns gut, dass wir diese Menge an Kinder haben. Es tut uns Eltern zur Absicherung. die Absicherung. Bis jetzt sichern wir ab. Gleich werden sie eingesperrt. Mal schauen, wie wir als Team agieren, aber das, im Alltag klappt das ganz gut. Und ja, mal gucken, wer hier so das Zepter in die Hand nimmt. Das darfst du halt. Wir gehen einmal hier nach oben. Mit Zwillingsschwester Chiara, Mama Beate und Papa Werner stellt sich Luca den kniffligen Aufgaben. Vielen Dank. Mehrere Rätsel und Codes müssen geknackt werden, damit Familie Graf wieder raus darf. Alles, was wir finden, packen wir erstmal auf den Tisch. Ja. Luke. Der Schlüssel? Und guck doch hier direkt mal, Luca. Schon mal sehr gut. Haha. Yeah. Hörst du das? Ja. Yes. Yes. Rekordzeit. Krasser Rekord. Okay, hier sind Wörter unterstrichen. Erfuhr ich aus altem Buch. Lösungswort. So, jetzt darfst du. In welcher Reihenfolge muss das lichten? Erst kommt blau. Die Zwillinge spielen Fußball, seit sie laufen können. Chiara war früher auch bei RB in der Jugend. Jetzt ist sie Physiotherapeutin. Als Luca letzten Sommer von Hoffenheim hierher wechselte, brauchte sie nicht lange nach einer WG-Partnerin zu suchen. Kannst du dir jetzt aussuchen? Hier, dann die 6 würde ich nehmen. Und? Und eine 3. Es ist unglaublich schön, dass wir jetzt wieder gemeinsam zusammen wohnen. Also wir haben jetzt 4 Jahre lang nicht miteinander, beieinander gewohnt. Ich finde es wirklich klasse. Also wir sind ein eingespieltes Team. Klar, wir haben Anfangszeit auch... Das ist eine gute Köchin, die Luca. Also, das kann man auch mal erwähnen. Nein. Ich diskutiere mit ihr dann auch gemeinsam übers Spiel ab und zu, wie sie manche Situationen fand. Und ich habe es immer gern... auch Kritik zu hören, was kann ich besser machen. Luca ist, denke ich, sehr kritikfähig und hört gerne auch positive Dinge, aber ist auch für die negativen Dinge auf jeden Fall aufmerksam und aufnahmefähig, um genau daran zu arbeiten, würde ich meinen. Also ich glaube, nur wenn man kritikfähig ist, kann man ja Dinge auch verbessern. Heute ist es nicht die Kritikfähigkeit, sondern die Eingebung von Papa Werner, die weiterhilft. Und das könnte ja heißen, dass man es vielleicht hier anfängt. Was ist das? Das ist Intuition. So, jetzt fangen wir doch. Kurz. Lang. Nicht so schnell. Kurz.
Im Trainingszentrum absolviert Torhüterin Elvira Herzog eine Einzelstunde. Neuroathletik gegen Kopfschmerzen. Das ist ein bisschen witzig. Es sieht extrem unscheinbar aus. Also ihr werdet vermutlich gar nicht viel sehen, aber es hatte auf mich einen riesigen Effekt. Ich hatte eine Gehirnerschütterung, die mich für gut sechs Monate rausgehauen hat. Und dann einer der letzten Anhaltspunkte, wo wir irgendwie noch hätten was machen können, war dann schlussendlich die Neuroathletik. Wie ich quasi das Gehirn aktivieren kann, dass es eben bei Erschütterungen nicht wieder zu Kopfschmerzen führt. Also die erste Übung, die ich gerne im Aufwärmen mache, ist, ich fokussiere quasi einen dieser Buchstaben, weil du ja gleichzeitig im Tor auch Bewegungen machen musst, aber gleichzeitig immer den Ball im Griff haben musst. Dass man hier einen Buchstaben fokussiert und dabei in die Ausfallschritte geht, dass man aber nicht nur einen fixen Punkt hat, sondern quasi den Fokus auch in Bewegung hat. Also man geht nach vorne und fokussiert runter. Dann geht man diagonal, seitlich. Bei der zweiten Übung geht es dann eher darum, noch ein bisschen in die Bewegung reinzukommen, also ein bisschen ins Laufen. Und trotzdem den einen Fixpunkt zu haben, dass man den quasi nicht aus den Augen verliert. Dass man quasi aus jeder Lage fähig ist, diesen einen Punkt zu fixieren. Weil man im Torspiel ja genauso auf dem Boden liegt und den einen Punkt im Auge behalten muss. Ich habe leider immer noch ab und an leichte Kopfschmerzen, aber nur noch selten. Und wenn die dann kommen, dann weiß ich, dass ich mit diesen Übungen die auf jeden Fall beseitigen kann tatsächlich. Also das hilft mir enorm. Wenn ich die dann 2-3 Tage hintereinander durchführe, dass ich da wieder auf mein gesundes Level zurückkommen kann. 2 Stockwerke drüber bekommt der Trainer heute selbst mal Coaching. Da lass uns gerne mal reinschauen. Ja. Komm! Tiefe sehen! Ja! Was sagen die Spielerinnen dazu? Habt ihr darüber gesprochen, was sie sich wünschen im Coaching? Nee, noch gar nicht. Das war tatsächlich jetzt auch eine Reflexion vorhin, als ich die Videos angeschaut habe. Darauf basierend dann auch mal in den Austausch zu gehen mit den Spielerinnen und zu sagen, hey, ich habe jetzt mal selber mal auch mich selbst analysiert, mich selbst gecoacht, aber was ist das, was ihr benötigt? Ich hatte tatsächlich in vorherigen Stationen hatte ich das mal gemacht und da kam halt genau das raus, dass halt die eine sich mehr wünscht, die andere wünscht sich ein bisschen weniger. Manchen hilft es, wenn ich zum Beispiel, hatte eine Spielerin, wenn sie an meiner Seite gespielt hat, wollte sie das. Also sagt, bitte steh auf, wenn ich an der Seite stehe und push mich die ganze Zeit, ich brauche das. Häufig verstehen die Spieler dich, glaube ich, auch nicht. Wir haben das mal getestet auf dem Platz mit einer U16 und dem erzählt, im Nachhinein waren es 10%. 10%, die an Coaching ankamen. Und das ist schon beeindruckend. Und dann macht Körpersprache mit dir ganz viel. Es gibt super interessante Studien, wo sie aufgezeigt haben, dass die Körpersprache dein Gesagtes so sehr unterstützt, dass es fast mehr Impact hat manchmal. Und vor allen Dingen für Fußballtrainer einfach ein wichtiges Instrument sein kann, weil eben die Spielerinnen manchmal das Gesagte gar nicht hören. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Und dass die Perspektive, sich zu reflektieren in einem neutralen Raum mit jemandem, der nicht bewertet und nicht über sie entscheidet, dass das für sie sehr positiv oder von ihnen sehr positiv wahrgenommen wird. Da kommt eine Verneinung von dir. Mhm. Etwas, was jemand nicht machen soll. Mhm. Wir gehen es mal. Nicht in sechster Raum! Mhm. Genau, sag gerne was dazu, was du dazu denkst. Ja, keine Verneinung verwenden. Anstatt zu sagen, nicht in den sechster Raum zu spielen, zu sagen, spiel über den Flügel oder spiel nach außen. Also überflüssiger Kommentar in dem Moment. Ich habe es da nochmal drin, genau. Ich habe 2 Situationen gefunden mit der Verneinung, aber genau das, was du sagst, kann ich total bestätigen. Wir nehmen die Verneinung, unser Gehirn nimmt die Verneinung auf und provoziert eigentlich das, was ich dann auch sage, dann trotzdem. Also denk nicht an einen rosa Elefanten, das ist ja der Klassiker, das kennst du aus der Kommunikation. Ja. Persönlich glaube ich auch, dass so die Ebene Fachkompetenz sehr gut ausgebildet wird in Deutschland. Und Tick mehr noch zu dem Thema Selbstkompetenzen eigentlich gemacht werden könnte und Sozialkompetenzen. Ende März. Heimspiel gegen Bayern. Der erste vor Ort ist wie immer Mannschaftsbetreuer Carsten Klein. Noch bevor die Spielerinnen kommen,
bereitet er alles mit Liebe zum Detail vor. Es fing damals an, dass meine Tochter hier bei RB Leipzig in der U13 gestartet ist. Und ja, seitdem bin ich dabei. Jedes muss passen, jedes muss sitzen. Ich bin da so ein kleines bisschen Perfektionist. Und wenn mir es gefällt, dann gefällt es den Mädels. Und ich merke jedes Mal, ich sage es einfach mal so, wenn die Mädels hier die Kabine aufmachen und sehen das tolle Bild, dann, ja, dann ist das schon die halbe Miete. Hi! Hallo! Krass, ich hab eine Box in der Hand. Jepa! Der ist die gute Seele, also hat immer ein Lächeln drauf, versprüht immer gute Laune. Das ist ein super Typ. Kann ich gar nicht anders sagen. Also Carsten unterstützt uns mega. Es ist Wahnsinn, wie viel Arbeit er ihm abnimmt an so einem Spieltag, aber auch so in der Vor- und Nachbereitung. Alles ist angerichtet fürs Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Mädels, das ist unser Wohnzimmer. Hier kommt keiner her und nimmt die Punkte mit. Die Punkte sind unser wertvollstes Hab und Gut und die bleiben hier. Wir jagen unser Ziel, wir kommen unserem Ziel immer näher, immer näher. Und wir können heute mit 3 Punkten noch mal einen richtig guten Schritt auf unser Ziel zumachen. Ja? Und dementsprechend holt alles raus und dann sehen wir uns in der Halbzeit wieder, hoffentlich dann schon, ja, in die richtige Einbahnstraße in Richtung 3 Punkte. Viel Spaß, viel Erfolg, haut rein! Okay. In der Hinrunde gab es gegen den FC Bayern die ersten Punktverluste. 1:1 in München damals. Auch heute im Rückspiel tut sich RB zunächst schwer. Wir hatten in dem Spiel auch kaum Torchancen. Also ich glaube in der ersten Halbzeit bloß eine oder wenn überhaupt einen Schuss aufs Tor. Also es war sehr, sehr mickrig. Noch hin, warum ins Zentrum? Mauli, enger ran an Jenny! Beim Schieben! Okay, jetzt Luca durch! Schatten! Unser Ball! Den Angriff müssen wir kriegen, hey! Weiter, Mauli, weiter! Nein, du wolltest zu viel. Und ich glaube aber trotzdem, dass ja, mit dem 1-0 natürlich uns das eine Stück Erlösung gegeben hat. Ein kluger Pass von Lea Mauli auf Marlene Müller. 1:0 nach einer guten halben Stunde. Yes! Ja! Yeah. Mit der knappen Führung geht's in die Pause. Wir werden erstmal so weiterspielen, da gibt's keinen Grund zur Veränderung. Ja, alle Spielerinnen, die vielleicht ja, ein bisschen Probleme haben, immer wieder eine Rückmeldung geben. Ja, nochmal 10, 15 Minuten voll rein, Fokus, Aufmerksamkeit, Ballgewinnspiel genauso weitermachen. Ja, noch entschlossener und noch mehr durchschieben. Wir sind gut im Spiel drin, absolut. Ja, genauso so weitermachen, energisch. Okay. Passt? Gut, okay. Kurz nach Wiederanpfiff. Ein klarer Elfer für RB wird nicht gegeben. So haben wir Trainer Usun noch selten erlebt. Ich finde, man muss sich auch nicht immer alles gefallen lassen. Das war so mit eines der ersten Learnings, als ich vor ja, 10 Jahren jetzt mittlerweile damals in der Bundesliga angefangen hatte, dass man, wenn man gar nichts sagt, dann muss man sich vielem auch hingeben und das muss auch nicht sein. Das Team lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. 2:0 nach 55 Minuten. Ja! Yes! Ja! Ab jetzt hat RB das Spitzenspiel im Griff. Den Spielerinnen wird klar, sie haben seit dem Hinspiel gegen Bayern einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht. Der Treffer von Desic wird wegen Abseits nicht anerkannt.
Dafür holt Top-Torschützin Vanessa Fodalla noch einen Elfer raus. Und verwandelt ihn schließlich selbst zum 3:0. Ein weiterer Meilenstein. 8 Spieltage vor Schluss hat RB jetzt 13 Punkte Vorsprung. Ich würde heucheln, wenn ich jetzt hier sitze und sage, wir müssen mal von Spiel zu Spiel gucken und weiß ich jetzt noch nicht, lass uns mal noch in einem Monat. Also davon halte ich nichts. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist schon zu großen Teil auf unserer Seite. Ich glaube, da müssten wir uns schon wirklich blöd anstellen, wenn wir jetzt den Aufstieg noch verspielen. Wir steigen auf. Alles andere ist für mich keine Option. Fortsetzung folgt.